Hey, willkommen zurück in Dresden, also sprich in Pura Vida. Die Woche fängt an und wir sind jetzt hier an die Wand auseinandernehmen, damit wir eine Heizung bauen können. Und wir finden hier neue Räume. Also da hat es eine Vertiefung. Wir haben noch nicht so viel gesehen und da hinten Holz. Aber ja, es wird spannend. Das heisst da, ja eben. Das Haus hat anders ausgesehen früher, ganz klar. Und wir werden jetzt herausfinden, wie es ausgesehen hat. Dann fangen wir jetzt an. Schön bist du da. Zum Glück habe ich nicht designt vorher, weil alles wäre jetzt anders. Aber es ist gut, es ist gut. Das ist ein Holztürrahmen, also da hat es früher einen Türendurchgang gegeben. Das ist mit Holz bekleidet. Das heisst. Aber es ist gut, weil da kann ich die Kochnische hindern. Da habe ich mehr Platz. Vielleicht kann ich sogar ein Brünnchen machen, weil schau, da hat es eine Wasserleitung. Ja, kann ich vielleicht. Ja. Yeah. Möglichkeiten gibt es. Da habe ich einen schon aufgemacht. Ich weiss also, was auf der anderen Seite wie es aussieht. Da kann ich hier mit der Heizröhre durch. Die andere Seite über zum Sitzbank. Da kann ich die Tolle machen. Ich könnte es auf die andere Seite machen, aber ich mache es glaube ich so dem. Ja. Da wird die Wand natürlich noch neu verputzt und rundherum. Aber man kann sich, ich kann es mir schon vorstellen. Und dann sind sie am Nägel rausnehmen. Damit das Holz sicher kann unten liegen und niemand verletzt. So, da die Wände und die Ecken sind frei. Alles ist frei. Das heisst, wir werden jetzt hier einen Betonboden betonieren. Einfach so als Sicherheitsboden, da wo der Feuer und alles wird sein. One thing's for certain. Ja, jetzt mal am Rand. Die erste Ladung Beton. Fuck. Und da wird es jetzt fortlaufen, so für, damit es einfach wirklich schönen Betonsockel gibt. And that's nothing's for certain. Ja, jetzt haben wir hier Betonsockel als Sicherheitsunterlage. Schritt 1 von unserem Ofen. Ha! Also die Wände sind weg. Und das wird ja nachher alles ein Teil vom Ofen. Und ja, so können wir es jetzt hier laufen. Jetzt muss es rechnen. Eine neue Weide haben sie bekommen, also Weidverlängerung. Wie da innen ist es noch nicht so sauber, wie ich will. Da aber machen sie jetzt weiter. Also ich weiss, für euch ist es schwierig, zum Unterschied sehen vom Geweideten. Aber ich kann euch sagen, es ist schon ein riesen Unterschied in diesen 2 Jahren jetzt. 2,5 Jahre, seit wir am Weiden sind. Man merkt wirklich einen grossen Unterschied in der Vegetation. Es ist alle die dicken Büsche. Es sind viel weniger, also die dicken Büsche, Gras und alles. Und jetzt kommt überall frisches Gras. Ich meine, da war es nur ein Puff gewesen, wisst ihr noch? Und jetzt kann der Strauch wachsen. Und gleichzeitig aber schauen wir mal das grüne Gras und Pilz, überall Pilz. Und das kommt einfach vom Weiden und vom Aufräumen. Drum ist es regenerativ für den Boden. Schau mal, das ist grüner. Und das, überall, ist einfach nur grün. Man merkt einfach, regeneratives Weiden. In whatever you're dealing, ganz, ganz fest. There's no point in believing.
zweite, die Betonschicht ist ja fertig. Und jetzt auf der Betonschicht gibt es die Brennkammer. Und für die Brandkammer habe ich einen alten Schornsteinofen im Keller gehabt, wie ihr seht, die Einzelteile. Das haben wir jetzt aufgeteilt, es hat sogar ein Türli. Und aus dem brennen wir jetzt die Brennkammer, die da brennt, da durchzieht und da drauf geht. So bauen wir das. Und wir tun es natürlich mit Lehm um. Jetzt, ab jetzt wird nur noch mit Lehm geschaffen, also mit Kopf. Genau, das ist der Plan. Und du, Brice, darfst da nicht mitmachen. Das ist ein Indoor-Job, wo du nicht mitmachst. Also raus, Brice, hopp, raus, raus. Okay. Ihr seht, unsere Esel wollen auch im Haus dabei sein. Sie wollen einfach immer dabei sein. So, hopp, 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 hopp. So, jetzt, wo wir wissen, was wir für Steine haben, gehen wir ins Tal und posten den Rest hoffentlich. Das ist ein super Einkauf, wenn man mehr spart, als man ausgibt. Alles schwer beladen, Gavin, finde Blumen. Desi hat ein Gewächshaus hinten drauf. Und das Gewächshaus war abgesetzt von 199 auf 10 Franken. Oh, geil, nehmen wir, danke. Constantly changing, changing in every situation. Also schau, das ist die Brennkammer. Also da ist die Brennkammer. Da kommt man der Türli drauf. Oder wird es da der Heiz durchziehen, dann wird es da drauf gehen. In einem Topf. Also in einem grossen Ding. Und dann geht die Wärme da ab und dann in den ganzen Sitzbereich rein. Und dann wippern da durch. Und ich habe mich mega gefreut. Das ist so schön. Und alles war da, der Klee, der Lehm, der Stein, alles war da. Ja, so gut, so gut. Schauen wir mal, was wir jetzt heute Nachmittag gemacht haben. Da mit Türli. Ich finde es so geil. Einfach schnell haben wir schnell angezaubert. Finn, bist du beeindruckt? Ja. Ist nicht schlecht? Ja. Haben wir gut gemacht. Ah, oh, noch. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Aber wir machen etwas richtig geil. Richtig geil. Da kommt es noch hoch, etwa bis dahin. Und dann wird es noch einpacken. Oh, yeah, ist das geil. Gute Freude. Can't stop ourselves from moving around the sun. There's no point in complaining. Hey, es ist Mittwoch. Mittwochmorgen, die Liste ist gross. Gestern bin ich, Dienstag bin ich, haben wir Schulferien gehabt. Das heisst, bin ich auf dem Lehrbetrieb gsi. Wie jetzt den ganzen Winter. Werde ich möglichst viel auch auf dem Lehrbetrieb sein. Also das heisst, wenn keine Schule ist, aber gerade frei hat wegen dem, werde ich auf dem Lehrbetrieb sein und eben zusätzliche Tage auch noch, die sie frei nehmen konnte, damit ich so am Stück kann dort sein. Also zum Teil gehe ich auch direkt nach der Schule, übernachte dort und bleibe den nächsten Tag dort. Weil ich muss unbedingt über Mechanisierung mehr wissen. Und lernen und erfahren. Gestern zum Beispiel habe ich den Service gemacht bei einem Motorgerät. Ölwechsel und alles. Hammer. Und Robin hat es mir beigebracht. Das ist mein Mitstift. Guter Typ, der Robin. Ja, aber heute bin ich jetzt schon wieder unterwegs. Wie ihr seht. Und Geister sind wirklich zum Verkaufen. Ganz, ganz fest. Desi und Monira. Wir haben eine Liste voll. Wir haben ja all die Blumen zum Setzen. All die Pflanzen, Kiwis und Beeren und Bäume zum Pflanzen. Kompost muss wieder mal gewendet werden. Und natürlich,
wenn wir noch unseren Ofen weitermachen. Hui. Eins nach dem anderen. Und nach dem anderen kommt eins. So. Weiter geht's. Tschüss. Nachmittag sind wir am Winterweide aufstellen. Das heisst, die ganze da untere Bereich bis vorne wird eingezäunet. Und ab nächster Woche irgendwann wird Heu dazugegeben. Und ihr werdet jetzt einen Monat, zwei in diesem Bereich bleiben, wenn alles gut kommt. Und darum werden wir es richtig intensiv zumachen. Wer von euch schon letztes Jahr dabei war, weiss, wie das wieder aussieht. Und sonst sind gespannt. Das System sollte man verheben. Es ist schon erprobt für zweimal. Hada! 50 Fest aufdrücken, Kabel trommeln und Band. Der Winterweide wird ihn nicht darauf ankommen, sondern wird es Alcatraz sichermässig abgeschlossen haben. Und es werden einfach die Pisten. Heute Nacht habe ich gemerkt, das ist das Problem. Der Josh und Geist zusammen haben. Also es ist das gleiche Problem dort mal wie mit dem Jack. Das heisst, ich muss auch die trennen. Okay. Ja. Gestern durchlaufen, Hitze brennt. Ich hatte mega Glück. Ich war noch draußen am Zäunen im Dunkeln. Ich komme zurück nach Hilfe gefragt, brennt der Durchlaufhitze von Pura Vida. Meine Gäste Nester sind mit ihnen auf der Bank gelegen. Behässig gsi. Das haben alle gesagt. Aber das Schöne ist, es ist jemand interessiert an ein paar Geissen. Sie werden weniger. So wie es aussieht, habe ich sicher einen. An den Züchter weiterverkaufen, die einen. Und das ist doch am schönsten, wenn sie weiterleben dürfen. Aber ja, jetzt muss ich mal den Hügel drauf. Es ist Donnerstagmorgen. Gestern sind noch Kommentare gefragt, dass wenn ich hässig bin und mich aufrege, dass man Angst hat von mir. Mag sein. Aber ehrlich gesagt, Thema Angst. Wir sollten alle gerade Angst haben, von was kommt. Schau dir mal, was in Israel abgeht. Schau dir mal, was passiert. Von dem sollten wir Angst haben. Und all die Leute, die mit mir, von mir Angst haben, schau jetzt als Training an, weil ich bin harmlos. Changing. Every moment changing. Sometimes there's nothing you can do. Ist alles verbrannt, bevor es mir nicht abgesehen. Genau, das hat sich die Flammen aufgenommen. Und eben zum Glück nicht mehr. Schaut mal, wie lässig. Eine Mauer ist eingestürzt, wie es so viel geregnet hat heute Morgen. Also es ist sich schon lange am Lösen und mit Wasser am Füllen. Aber jetzt ist es definitiv abgestürzt. Passt richtig gut. Die ganze Steine. Zum Glück ist nichts weiteres passiert. Zum Glück haben wir hier terrassiert, sonst wäre es schon weiter unten. Ja. Passt. Wo soll ich anfangen? Also ich bin jetzt wieder allein da oben. Der Finn ist heute sowieso gegangen. Es ist Freitagnachmittag, ich bin nicht auf der Mat. Es hat das erste Mal so lange geregnet. Die Ursula bringt ihr Brot heute nicht. Ich mag gar nicht, ich bin müde. Plus, Desiree und Manira sind heute gegangen. Kurzfristig ab, Plan außerhalb vom Plan. Aber da bin auch ich verantwortlich. Ich bin für alles selbst verantwortlich. Aber eins lerne ich daraus. Eigentlich. Es braucht Leute hier oben, die Verantwortung tragen
mit mir teilen, mit mir mitdenken. Weil ich kann nicht für alle denken. Und ich habe nicht alles vorgekommen. Sie haben gesagt, ich sei der Chef. Nein, ich bin nicht der Chef. Ich will ein Teamplayer sein. Ich will ein Team. Ich brauche Partners da oben. Ich brauche nicht Chef. Also, mal, also ich bin mit Wolves. Wenn Wolves ein Verhältnis, Verhältnis, wenn das Verhältnis stimmt, dann stimmt es. Aber wenn das Verhältnis nicht stimmt, sprich, ich habe mich committed, ich habe sie angemeldet und alles drum und dran. Aber trotzdem haben sie keine Verantwortung. Oder nicht mitdenken. Gut, okay. So ist es. Lange Rede, kurzer Sinn, sie sind nicht mehr da. Jetzt bin ich auf der Tierrunde, die Zone ist wieder vorgekommen. Und habe eben gerade gesehen, dass die Mauer zusammengestürzt ist. Apropos Tierrunde. Heute Morgen habe ich meinen dritten Tag daran verbracht, den Winterweid einzurichten. Ich habe ja ganz viele neue Pfosten und alles drum und dran. Ich hoffe, es langt jetzt. Jeff und Geissen sind getrennt, die Esel sind wieder draußen, damit es einfach Ruhe gibt. Und es ist wirklich überall Pfosten, überall Doppeltlitzen, überall so viele ich können. Und schaut mal, die Buben sind schon wieder am Probieren und überlegen, ob sie ausbüchsen können. Ich sehe sie die ganze Grenze kontrollieren. Der Gizmo, dort unten siehst du ihn. Ja, ich habe noch ein Angebot für zwei von den Geissen, aber auch da haben sie viel verlangt. Ich warte jetzt, sie sagen zwei Wochen, ich gebe den Geissen nicht ohne Geld her. Und dann auf den Beich behalten. Und komisch, kann ich nicht. Wildfremde Menschen darf ich merken, immer mehr darf man nicht vertrauen. Ich weiß es nicht. Es wird langsam lustig. So, aber jetzt muss ich Wasser geben, auffüllen überall. Schauen, dass alle zufrieden sind. Weil Hauptsache die sind zufrieden. So ist es. Nein, du, was war meine Verantwortung? Trage ich weiterhin. Leider weiterhin allein. C'est la vie. Aber wie gesagt, ich akzeptiere, dass ich selbst verschuldet bin. Selbstverantwortung, die trage ich mit allen Konsequenzen. Jeffli da, Geissen dort und in der Mitte ist Trend. Aber rundum zu. Ach, ich hoffe, es verhebt jetzt endlich, weil das Wochenende sollte eigentlich vorgehen. Might as well use it for your benefit. Ja, das habe ich gar nicht erzählt. Mein Kettensäge habe ich ja zur Reparatur gebracht. Man kann es nicht reparieren, die Ersatzteile gibt es nicht. Ist zu klein und kann man nicht flicken so. Darum habe ich einen kaputten Kettensäge zurückbekommen und einen neuen kaufen. Genau. Muss ich es noch zusammensetzen. Bin noch nicht dazu gekommen, aber ja, ich brauche eine Kettensäge. Ja, zum Glück geht da mit auf Rechnung, weil ich jetzt nicht können zahlen kann. Ich habe so viel Geld mir so ausgegeben für den Weidezahn. If your food's gone bad, you better compost it. When there's no more planes, build a pirate ship and sail the seas. You can do as you please. Oh, but only if you know you got to improvise your way through change. Even if you keep very still, be guaranteed that nothing else will. Ich schlafe heute Nacht in der Jute. So gut, schau mal, das ist meine Leuchtet. Die Jute leuchtet. Wo ich bin und was ich mache, das erzähle ich nicht, weil ich habe gesagt, ich will den ersten Kanal nicht mit dem mischen, obwohl es zusammenhängend ist. Aber irgendwann wirst du es schon verstehen. Ich muss mich nämlich nicht profilieren durch alles, was ich mache. Change, it'll happen to you. We got sea change and tree change and climate change.
the rage. Turn the page away from this strange age of deranged. Time to engage with rearranging our brains from insane to sane. Still- ja, bei mir ist Sonntag. Später Nachmittag, sagen wir. Colin hat mir jetzt gerade Bescheid gegeben, dass er das Video so weit fertig geschnitten hat. Das heisst, er sollte jetzt so das Abschlussvideo machen. Ja, das mache ich jetzt. Was habe ich so tun? Am Samstagmorgen haben wir noch ein bisschen Holz gemacht. Colin hat noch gesagt, der Kettensäge. Haben wir noch ein bisschen etwas aufgetragen. Dann ist er aber gegangen. Er war ja nicht da gewesen, das Wochenende. Und ich habe dann noch ein bisschen Haushalt gemacht und draussen noch, am Tag durch bin ich noch draussen am Nachmittag, habe draussen noch ein bisschen etwas tun. Und am Abend drinnen. Und heute aufgestanden, natürlich das übliche, Türrunde, was auch immer alles so ansteht. Die Geissen sind mir zweimal ausgebüxt, aber ich habe sie immer gesehen und dann habe ich sie immer wieder holen können. Sind ja ganz alle gegangen zum Glück, das hilft damals. Ja, dann ist noch der Patrick vorbeigekommen, nach den Bienen schauen und. Ich habe einen grossen Spaziergang gemacht mit den Hunden und jetzt ist der Tag auch schon um. Ja, jetzt kommt bald der Colin heim. Zeit zum Sagen. Tschüss, danke vielmals, schön hast du geschaut. Vielleicht bist du nächste Woche wieder dabei. Mal schauen, was es da für Abenteuer gibt. Und nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren, weiterverzählen, kommentieren, das freut uns natürlich auch immer. Und ja. Was sagt der Colin immer? Die Welt ist ein besserer Ort, wenn es nie gibt. Danke vielmals fürs Schauen. Tschüss!